Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kfz-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir, Ben Oschi. Ein neuer Tag, ein altes Auto. ja, witzig, witzig, ich weiß. Gucken wir mal lieber. Jawohl. Oh, das dauert noch. Da ist noch ein bisschen was mehr. Das war nicht alles. So, wenn ich Glück habe, war es das jetzt, abgesehen da vorne von dem blöden Teil. Na, kommst du mal hier runter. Muss ich wahrscheinlich wieder diese blöde Hitze, nee, nicht Hitze, sondern doch den Krümmer mit abbauen. Ja, jetzt bin ich mir unsicher bei den Federn. Einerseits sehen die nicht so schlimm aus, andererseits, man kann sie sicher mal. Naja, doch. So. Das müsste es aber eigentlich gewesen sein. Wir schauen mal, ob wir irgendwas noch nicht gefunden haben. Federhaube, Lenkung haben wir auch alles gefunden. Zahnstangen habe ich hier schon, weiß ich nicht. Okay. Gut. Mal gucken. Zahnstange, Zahnstange, Spurstange, Spurstange. Zahnstange habe ich, ja. Ja, wie man sieht, einiges ist hier zu neu zu kaufen. Haha. Ja, das mache ich jetzt mal und wir sehen uns dann in ein paar Sekündchen wieder. Bis gleich. Ja, und schon habe ich die Teile. Ich hoffe es wieder mal. Weil ich. Also, oh, pff, ja, nee, ihr könnt es euch halt nicht vorstellen, aber. so. Nee, aber es ist ganz schön kompliziert geworden, jetzt die Teile hier zu kaufen. Umständlich, um es besser zu sagen. Weil man will ja auch mal ein bisschen Geld verdienen. Das macht die ganze Geschichte alles ein bisschen schwieriger. Upsala. Nee, das war verkehrt. Spurstangenkopf. Okay, dann habe ich den scheinbar wieder vergessen.
Also ich frage mich aber gerade, wozu ich hier so viele von den Lagerboxen angeholt habe. Ah, da haben wir noch einer. Da drüben fehlt auch noch einer. Ha! Haben wir! Aha! Ja, das müsste eigentlich gewesen sein. So, hier ist alles gefunden. Hier ist alles gefunden. Hier ist alles gefunden. Autos laut ist auch gefunden. Ja, wunderbar. So, Auftrag abgeschlossen. Wieder ein bisschen Geld in der Tasche und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier reparieren können. So. So. Ups, nein, Inventar. So, dann können wir nämlich wieder einiges verscheuern. Ich weiß, einige von euch würden sagen, ist doch Blödsinn. Ja, habt ihr auch teilweise mit Recht. Oh, aber ich sehe gerade was. Wo ist er denn? Haha. Nee, wieder falsch. Oh, Mann, sag mal. Da hinten ist die Leiter. Kann ich mir jetzt auch ein bisschen Erfahrungspunkt Kaffee holen? 44, 33. Ah, und jetzt, ah ne, seid die 11. Zack, zack. Hallo, ich will einen Kaffee. Mr. Coffee, give me a coffee, please. Ach, blöd, Mann. So. Können wir uns nämlich... Fenster, ja. Boden, ja. Haben wir doch. Also, wir haben Fenster. Ach Gottchen. Ist das niedlich, ey. So, das hatten wir schon. Yeah. Der Kopfkino hier. Behalten wir mal so, würde ich mal sagen. So, die Heber, da haben wir ja nicht viele Optionen. Halten wir mal blau und die Dinger waren ja auch hier. Die lassen wir einfach so, das ist egal. So, ja, mehr Erfahrungspunkte habe ich immer noch, aber ich kann die nicht anwenden. Traurig. Traurig, aber wahr. Fernsehgucken kann ich auch nicht. Hier kann ich auch nicht machen. So, naja, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's an den Maloch. Gott, sieht der aus. Schauen wir mal, in meinem Inventar habe ich... Ja, also irgendwie stimmt hier irgendwas seit dem Update hier nicht mehr. Aber na egal. Gut, also können wir eigentlich komplett zerlegen, das Ding. Ach Gottchen, ist das niedlich. Der hat einen Kotflügel. Tja,
Tür raus. Da hat er nichts. Motor aber raus. Eieiei. Also der Maloch ist insofern doch für mich jetzt doch was Neues. Auch wenn wir ihn hier schon tausendmal gehabt haben. Aber es ist irgendwo doch niedlich. Also jetzt müssen wir dem hier hinten rumkrabbeln. Ups. Ach, ist das niedlich, ey. Na, was ist denn jetzt hier los? Was hat denn irgendwo eine Klammer? Ah. Ey. Also das Ding ist so niedlich. Kette, den komischen Riemen hier raus. Ach Gottchen, ey, das ist. Ja, das wird jetzt hier eine Plackerei, hier alles hier abzukriegen. Da bin ich mal gespannt. Gut, aber das ist auch schon für heute gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ja, morgen nehmen wir den Rest des Malochs hier auseinander und gucken mal, ob wir ihn vielleicht sogar wieder zusammensetzen können. Also, ich wünsche euch noch was und ja, Däumchen nach oben da lassen und meinen YouTube-Kanal abonnieren, ne? Also, bis morgen, euer Ben Hoshi. Ciao, ciao.